Nicht für die Eröffnung dieses Campus Barmbek, dem neuen Zuhause der Theaterakademie und des Instituts für Kultur- und Medienmanagement und eben der zweite Campus der Hochschule für Musik und Theater. Kurz zu meiner Person, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Lehrende am Institut für Kultur- und Medienmanagement. Mein Name ist Iris Siegfried. Ich bin aber vor allem auch Alumna. Ich habe im 12. Jahrgang Kultur- und Medienmanagement studiert, zu einer Zeit an der Milchstraße, als selbstverständlich noch alle Disziplinen unter einem Dach waren. Und insofern habe ich mich riesig gefreut, heute Sie begleiten zu dürfen, moderativ. Denn aus meiner Sicht kommt hier wieder zusammen, was immer zusammengehört hat. Und ich möchte direkt die Bühne freigeben für den neuen Hausherrn, den Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater, Herr Professor Elmar Lampson. Das ist so ein besonderer und aufregender und wunderbarer Moment. Und wenn ich als Hausherr begrüßt werde, dann gebe ich das als erstes erstmal weiter an Sabina Dhein, die hier wirklich alles das gemacht hat in der Vergangenheit, was nötig ist, damit dass dieser Moment jetzt gefeiert werden kann. Es sind so viele Freunde, Freundinnen, Wegbegleiter, Kolleginnen und Kollegen hier. Ich würde Sie am liebsten gerne alle begrüßen, alle namentlich. Ich freue mich so sehr, dass Sie da sind. Ich begrüße heute namentlich nur Frau Senatorin Fegebank ganz, ganz herzlich und Frau Staatsrätin, Frau Dr. Gümbel. Sie haben ja dieses Ereignis hier so lange mit uns vorbereitet und ich glaube schon manchen Samstagnachmittag dafür genutzt, um uns in irgendeiner Situation zu helfen, mit uns etwas zu feiern oder uns auch in mancher gar nicht so einfachen Situation zur Seite zu stehen. Heute ist Feierstimmung und heute ist der Moment, Frau Professor Siegfried hat es schon gesagt, wo wir sagen können, endlich hat die Hochschule mit zwei klaren Standorten, zwei Aufgabenfeldern in unterschiedlichen Stellen der Stadt, endlich hat sie ein wirkliches bauliches Profil. Ein inhaltliches Profil hat sie schon lange, aber ein wirkliches bauliches Profil. Wir sind nicht mehr über die Stadt verteilt. Sabina Dhein muss mit ihren wunderbaren Kolleginnen und Kollegen nicht mehr dauernd die Sachen packen, um von dem Hebebrandstraße nach da und hin und her zu ziehen und oder um Planungen zu machen unter ungewissen Bedingungen, sondern wir haben wirklich zwei fantastische Standorte für die Stadt. Und auch das hat Frau Siegfried schon angesprochen, dass das KMM, das Institut für Kultur- und Medienmanagement, mit der Theaterakademie hier jetzt unter einem Dach arbeiten kann. Das ist viel mehr als nur eine organisatorische oder so äußere Sache. Das ist eine riesige Chance für die beiden Studienbereiche, aber natürlich auch für die ganze Hochschule. Davon haben wir lange geträumt. Die Theaterakademie, wenn ich damit anfangen darf, ist ja auf der einen Seite ein sehr profilierter Bereich, eigener, eigenständiger Bereich für sich, aber er ist auch wie kaum ein anderer Bereich vernetzt mit allem anderen, mit den Musikbereichen, mit Multimedia, mit dem Dirigieren, ich müsste viele Bereiche der Hochschule aufzählen. Das ist ja das Wesen von Theater und Oper, dass es mit allem zusammenarbeitet und dass es jetzt hier gemeinsam mit dem Institut für Kultur- und Medienmanagement arbeiten kann, ist eine riesige Chance für die Hochschule. Und ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen der Theaterakademie, aber auch ganz herzlich alle Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Kultur- und Medienmanagement. Ich darf vielleicht Herrn Professor Manfred Lahnstein und Frau Lahnstein sehr herzlich begrüßen, als beispielhaft für viele andere, die ich begrüßen müsste. Herzlich willkommen, Herr Lahnstein, Professor Lahnstein, der ja von der ersten Stunde an, denke ich, das Institut für Kultur- und Medienmanagement mit aufgebaut und begleitet hat. Ist doch sicher für Sie auch ein besonderer Moment, dass wir jetzt hier so einen Neuanfang feiern können. Ich möchte sagen, dieses bauliche Profil, was wir jetzt gemeinsam entwickeln können, ist ein Neubeginn für die ganze Hochschule, die eine Musikhochschule und Theaterhochschule ist ja heißt Hochschule, ist aber etwas sehr viel komplizierteres als nur eine Universität, sondern sie ist auf der einen Seite ein Veranstaltungsort. Wir werden hier diesen Stadtteil in Barmbek jetzt mit den Theaterveranstaltungen und Veranstaltungen von KMM auch kulturell sozusagen durchdringen, so wie es in der Milchstraße auf der anderen Seite geschieht. Wir haben jetzt, nachdem diese intensive Bauphase zu Ende gegangen ist, endlich den Fokus auf der inhaltlichen Arbeit. Und wir sind alle froh, dass die Corona-Zeit uns eine gewisse Atempause gegeben hat, wir wieder zusammen in Präsenz vieles machen können. Wir werden uns jetzt ganz, ganz intensiv an all die inhaltlichen Fragen begeben, die wir klären müssen und weiterentwickeln müssen, um in der Zukunft gut aufgestellt zu sein. Künstlerische Hochschulen, Martin Köttering, mein Kollege von der Hochschule der bildenden Künste, wird das bestätigen, haben ja für die Bedarfe, die sie immer weiter haben, sie haben keine Lobby, sie haben eigentlich Freunde. Und dass wir so viele Freunde haben, Frau Fegebank und Frau Gümbel, das zeigt auch, dass Sie hier sitzen und viele da sind. Und weil wir so viele Freunde haben, glaube ich, werden wir auch ohne Lobby alles das, was wir für die Zukunft brauchen, bekommen. Dafür bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Festtag mit all den Veranstaltungen hinterher. Ich freue mich auf die neue Zeit, die jetzt anfangen wird. Und ich gebe jetzt gerne das Wort an Frau Fegebank weiter. Ja, vielen Dank, Herr Professor Lampson. Ich darf ganz kurz, nur Sie haben eigentlich schon übergeben, aber noch mal moderieren, bis die Kleinen hier soweit sind. Ja, Herr Professor Lampson hat ja die Wichtigkeit der Politik auch noch mal, dass der Umsetzungswille der Politik da ist, betont und sich bedankt für die Unterstützung. Insofern ist es jetzt auch der passende Moment, dass die zweite Bürgermeisterin auf die Bühne kommt und Senatorin Katharina Fegebank. Dankeschön. Mit den Kleinen dabei. Großartig. Ja, so genau weiß ich noch nicht, was jetzt gleich passiert. Wahrscheinlich Riesentheater, ne? Wenn ich euch zurückschicke. Aber welchen besseren Ort könnte es für Theater geben als diesen hier? Von daher auch von mir ein ganz herzliches Willkommen hier in diesen wunderbaren neuen Hallen, an diesem wunderbaren neuen Ort. Ich finde, Herr Lampson hat sehr gut zusammengefasst, was die letzten Jahre passiert ist und wie wir auch freundschaftlich zusammengewachsen sind. Die Staatsrätin nickt. Ich bin tatsächlich ein bisschen ergriffen, weil das... Und ich hatte eine ähnliche Situation vor einigen Wochen, als wir bei der HFBK, Herr Köttering ist ja auch hier, auch den großen nächsten Schritt für den Erweiterungsbau, für den Atelierbau gefeiert haben und heute hier wieder ein neues Zentrum, ein neuer kreativer Ort und das in einem Stadtteil, in dem man es vielleicht nicht unbedingt erwartet. Ich erwarte ganz Großes, also ganz, ganz starke Impulse in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hier von der Theaterakademie, dem jungen Schauspiel, dem Institut für Kultur- und Medienmanagement, dann der Wiese EG direkt nebenan. Das wird, glaube ich, einen richtig kraftvollen Boost geben hier für das Miteinander im Stadtteil und für Barmbek. Aber ich bin deshalb so ein bisschen bewegt und ergriffen, weil das einfach eine ganz, ganz intensive Zusammenarbeit gewesen ist die letzten Jahre. Und ich werde nicht vergessen, Frau Dhein, wie oft, aber vor allem wie intensiv und leidenschaftlich wir miteinander saßen, Sie mit voller Werf argumentiert haben, dass es ja schon längst allerhöchste Zeit ist und Sie schon eigentlich seit Jahrzehnten warten auf einen Ort wie diesen und dass das aus den unterschiedlichsten Gründen immer nicht geklappt hat und dann doch andere Dinge Priorität genossen haben. Und Frau Gümbel und ich, wir wollten das unbedingt. Ich glaube, wir sind nicht bekannt dafür, dass wir den Mund weit aufmachen und sagen, es kommt und wir versprechen es Ihnen. Aber wir haben Ihnen, glaube ich, von Anfang an das Gefühl gegeben, diesen Weg mit Ihnen zu gehen, ja, auch über Stock und Stein und Höhen und Tiefen. Und deshalb ist das jetzt ein so wunderbarer Moment zu sehen, dass es auch wirklich geschafft hat, dass wir es geschafft haben, dass Sie es geschafft haben, dass wir es alle miteinander geschafft haben und dass dieser tolle neue Ort, dieses Zentrum hier entstanden ist. Und das macht mich sehr glücklich, das kann Sie sehr stolz machen, weil Sie als HFMT alle miteinander mit all denjenigen, die eben schon namentlich genannt wurden, die hier heute auch im Raum sitzen, teilweise nicht im Raum dabei sind. Herr Lampson sagte mir gerade, Herr von Donani wäre auch gerne gekommen und hat dann doch noch aus Vorsicht heute abgesagt, der, wie ich erst sehr viel später lernte, ich glaube schon vor 25 Jahren gesagt hat, dass es eigentlich einen Ort wie diesen bräuchte. Und dass solche Ideen, auch visionäre Ideen, auf der einen Seite immer etwas Zeit brauchen und dass es Menschen gibt, die auch ihrer Zeit voraus sind, dass es aber dann im Tun auch die Menschen sind, die solche Ideen voranbringen und vorantragen mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Können, mit der Gabe, Begabung und auch Berufung, so etwas auch tatsächlich umzusetzen. Also von der Idee, der Vision, dem Gedanken hin zu dem, hier auf der Bühne zu stehen, das ist ein langer Weg und da braucht man viel Durchhaltevermögen. Also nicht nur die Kreativität. Ich glaube, eine Vorstellung, wie bestimmte Dinge auszusehen haben und aussehen könnten, also so ein Aufbruch, den hat man immer mal in sich. Aber es zählt dann auf der Strecke, also was man wirklich gemeinsam hinkriegt. Und da habe ich mich sehr gefreut, diese Wegstrecke mit Ihnen zu gehen. In einer Presseerklärung Ende August hat sich Herr Lampson zitieren lassen mit dem Satz, für uns, für die HFMT, für ihn, auch für Sie sicherlich, Frau Dhein, geht ein Traum in Erfüllung. Das war zwischendurch auch mal so am Rande des Albtraums immer mal wieder. Also wenn ich überlege, wie wir über Standortfragen hin und her und Sackgasse und wieder raus und dann aber an diesen Ort hier alle gemeinsam geglaubt haben und diesen Weg gegangen sind miteinander, dann haben wir wirklich ein ganz großes Stück erreicht. Und das macht mich auch ganz zuversichtlich und optimistisch für all das, was kommt, weil wir natürlich noch lange nicht am Ende sind. Und die Pandemie, die hat gezeigt, was es eigentlich heißt, wenn plötzlich von einem Tag auf den anderen der Kitt der Gesellschaft Kultur, Kunst, Musik, Theater, wenn dem eigentlich Stimme und Sprache und Gesicht genommen wird, man ganz neue Wege und Formen über den digitalen Raum finden muss, sich auszudrücken oder auch ans Publikum zu kommen. Und ich bin auch ganz froh, dass das jetzt wieder, ja, dass das jetzt wieder da ist. Ach du lieber Gott, das ist für mich das Zeichen, kleine Kreativperformance hier, das ist für mich das Zeichen, jetzt glaube ich gleich aufzuhören. Mäuse, einmal. Ich könnte das Papier ja mal aufheben da vielleicht. Guck mal, jetzt kriegt ihr sogar Applaus. Jetzt kriegt ihr sogar Applaus. Ist nicht ganz so schön wie der Turnraum in der Kita. Aber viel Platz, das ist sehr gut. Ja, also es macht mir sehr viel, nicht nur Freude, sondern es macht mir sehr viel Mut zu sehen, dass es jetzt wieder losgeht und dass gerade diejenigen, und Herr Lampson, Herr Köttering, das haben wir ja auch die letzten 1,5 Jahre immer wieder besprochen, wie sehr das nicht nur aufs Gemüt drückte, auf die Psyche drückte, was das macht mit den Studierenden, mit den Lehrenden, natürlich mit der ganzen Szene, mit all denjenigen, die Kulturschaffende im engeren und weiteren Sinne sind. Und dass man da jetzt wieder die Fenster aufmachen kann und rausgehen kann mit seinen Ideen und seinem Werk und seinen Inspirationen, seinen Impulsen auch für die Entwicklung dieser Gesellschaft, das ist ganz großartig. Und dass dieser neue Ort jetzt einer der ist, bei dem das alles stattfinden kann, ein Ort des Netzwerkens, des Dialoges, ein kreativer Ort, ein Ort des Schaffens, das ist wunderbar. Und in diesem Sinne habe ich mich sehr auf den heutigen Tag gefreut und auf das, was jetzt gleich noch kommt. Und wenn wir ein wenig zur Erheiterung beitragen konnten, freut mich das umso mehr. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Frau Senatorin, das war mit Sicherheit die schönste Rede, die ich jemals von Ihnen gehört habe, mit einer perfekten Hintergrundchoreografie. Und Inszenierung ist auch das richtige Stichwort. Es geht direkt weiter. Die Opernklasse ist ja hier jetzt wieder vereint mit der Theaterakademie. Und wir hören jetzt Sophia Keiler und Vicente Sampaio mit einem Duett aus Wolfgang Amadeus Mozart, Mozarts Oper La Nozze di Figaro. Ja, 15, 15, 20, was macht der Figaro da? Der misst den Raum aus, um die Möbel zu stellen. Den Raum, den er mit seiner Braut nach der Hochzeit bewohnen will. Um so einen Campus bewohnbar zu machen, bedarf es natürlich jahrelangen Messens, Bauens, Sanierens. Ich bitte jetzt den Mann auf die Bühne, der von Anfang an dabei war, Frank von Wehren von der Springenhof GmbH. Ja, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Frau Dhein, sehr geehrter Herr Lampson, liebe Gäste. Ich freue mich, dass ich hier heute Abend ein paar Worte sagen darf im Namen der Springenhof. Wir haben ja heute schon gehört, Sie haben einen recht langen Weg hinter sich durch die Stadt, um ein Zuhause zu finden. Und das macht uns und mich persönlich auch, weil wie gesagt, ich bin schon seit einiger Zeit mit diesem Projekt auch vertraut, stolz, dass wir Ihnen dieses Zuhause jetzt hier bieten können. Ich erinnere mich noch sehr genau, das war Ende 2014, Anfang 2015. Da sind bei uns im Hause in der Springenhof die Ideen entstanden, was machen wir eigentlich mit diesem Areal hier am Wiesendamm? Und irgendwie kam es dann dazu, dass man zusammengekommen ist und überlegt hat, eigentlich könnte doch hier auch Theaterakademie einziehen und wir könnten hier so etwas realisieren, wissend um die Sorgen und Nöte, die sie haben oder hatten damals an anderen Standorten. Und das ganze Thema hat sich dann immer weiter konkretisiert und wir haben ganz viele intensive und tolle Gespräche und Ideen gemeinsam entwickelt, verfolgt, auch wieder verworfen, bis wir dann letztendlich hier zu einer finalen Lösung gekommen sind, die wir dann auch gemeinsam mit den Beteiligten aus der BWFGB umgesetzt haben und festgestellt haben, ja, das kann gehen. Und wie das immer so ist, das kann gehen. Entsteht dann ein Projekt, das man auf die Reise bringt, und das hat natürlich immer viele Höhen und Tiefen. Aber was ganz bemerkenswert ist an diesem Projekt, das sind eigentlich immer so drei Stichworte, die mir über den ganzen Projektverlauf in dieser Zeit im Kopf geblieben sind. Das ist, wir brauchen eine Adresse, wir brauchen eine Identität und wir brauchen ein Zuhause. Und dieses Zuhause, das macht mich persönlich auch stolz, dass wir das heute gemeinsam hier einweihen dürfen und letztendlich die Möglichkeit geschaffen haben, dass Sie hier an diesem Standort mit allem, was Sie sich hoffentlich gewünscht haben und auch alles, was Sie sich vorgestellt haben, dass Sie das hier wiederfinden und jetzt in eine Zukunft blicken können, die für Sie letztendlich alles das ermöglicht und den Studierenden Ihrer Hochschule hier wirklich kreative, tolle Arbeit zu machen. Man merkt ja schon, es ist so ein Spirit, der hier drin ist. Wenn man das jetzt fertig sieht alles, wir kennen das aus der Bauphase, wo man gesagt hat, wie soll denn das hier irgendwann mal aussehen? Probenräume, ein großer Saal und noch ein Café und noch Büroräume dazu. Aber letztendlich haben wir das alles gemeinsam hinbekommen. Und eins ist ganz besonders an diesem Projekt. Wir haben ja das ein oder andere Projekt bei uns im Unternehmen, aber dieses Projekt ist wirklich auch von einer Sache geprägt, und das ist die Gemeinsamkeit, wie dieses Ziel verfolgt wurde. Das finde ich ganz bemerkenswert dabei, denn egal welche Höhen und Tiefen wir in den letzten Jahren ja nun mittlerweile in diesem Projekt durchlebt haben, es war immer davon geprägt, dass alle auf das gleiche Ziel hingearbeitet haben. Da kann ich auch den Bezirk einschließen und alle, die daran beteiligt waren, die letztendlich das ermöglicht haben, das an diesem Standort zu ermöglichen. Ich könnte jetzt, wir hatten das gestern schon kurz besprochen, wahrscheinlich 2 Stunden lang darüber referieren, was wir alles an tollen oder an Herausforderungen auf dieser Baustelle hatten und was wir alles bewegt haben, damit es überhaupt möglich ist, das Projekt hier umzusetzen. Und ich bin ganz ehrlich, zwischendurch hatten wir den Punkt erreicht, wo man gesagt hat, na, man hätten eigentlich auch die Idee verwerfen können und ganz was anderes machen können. Aber immer der Grundgedanke, den wir gehabt haben, hier an einem Standort ein Gebäude zu erhalten und das Beste daraus zu machen und es letztendlich einer ganz neuen Nutzung zur Verfügung zu stellen. Wir wissen ja, es ist eine alte Maschinenfabrik, hier waren unterschiedlichste Nutzungen drin und auch für uns das große Ziel, diesen Charakter dieses Standortes zu erhalten, ist meiner Meinung nach an diesem Zeitpunkt wirklich bestmöglich gelungen. Insofern kann ich mich auch eigentlich nur zunächst mal bei Ihnen bedanken, dass Sie alle so intensiv und kreativ und toll an diesem Projekt mitgewirkt haben, weil ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Und das zeigt auch, glaube ich, dass die Besonderheit dieses Projektes, es ist ja letztendlich, das zeigt, dass wir im Prinzip innerstädtisch in der Lage sind, solche kreativen Ideen auch umzusetzen und vielleicht auch als städtisches Unternehmen Möglichkeiten haben, an gewissen Stellen anders zu reagieren, als es vielleicht ein Dritter am freien Markt hätte tun können. Und ich glaube, das macht es dann auch aus, dass wir letztendlich dieses Ziel auch am Ende des Tages erreicht haben. Insofern wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß, Freude und Kreativität an diesem Standort und darf einmal kurz zur Seite springen, weil ich habe doch was mitgebracht. Liebe Frau Dhein, wenn Sie nach vorne kommen mögen, als letztendlich diejenige, die uns als kleine Erinnerung an diesen Tag haben wir uns auch ein bisschen kreativ betätigt, sodass wir sagen, sind viele Dinge, die wir in der Zeit erlebt haben, haben wir versucht, auf einem Bild zu vereinigen. Vielleicht finden Sie irgendwo bei sich in den Hallen einen Platz, der vielleicht an unsere gemeinsame Zeit erinnert an dieser Stelle. Wir haben ja noch viele leere Wände. Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen. Vielen Dank. Herr von Wehren, für Ihre Ausführungen und Worte von der Perspektive der Erhalter dieses Gebäudes nun zur Perspektive der Bewohner. Das Institut für Kultur- und Medienmanagement ist ja mit seinen 400 Studierenden, also quasi einem Drittel der gesamten Studierendenschaft der Hochschule für Musik und Theater, sicherlich eines der Herzstücke hier in diesem Campus. Mit welchen Perspektivänderungen der Ortswechsel jetzt von Altona nach Barmbek verbunden war, das hören wir jetzt vom Leiter des Instituts für Kultur- und Medienmanagement, Professor Martin Zierold. Bitte. Ja, liebe Frau Senatorin, lieber Elmar, liebe Sabina, ich mache es ein bisschen, wie Elmar Lampson es vorgemacht hat, liebe Gäste heute Abend. Ich glaube, man kann gar nicht alle nennen. Man hat ja die kritischsten Menschen überhaupt auf der Bühne gerade. Ich hoffe, ich kann mir ein paar Minuten erkaufen. Ich habe auch zwei kleine Boote gemacht, die man im Notfall verteilen kann, um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken. Auch fürs Institut KMM ist es ein ganz besonderer Abend und ein ganz besonderer Tag, jetzt hier eingezogen zu sein. Und auch ich könnte Stunden sprechen, aber ich weiß, dass das alle überfordern würde, nicht nur unsere beiden Stars auf der Bühne. Ich will nur zwei Szenen oder zwei Gedanken teilen, die mich heute sehr beschäftigen. Der eine ist eine Erinnerung an fast genau vor 20 Jahren, 2002, nicht 2001, als die Ruhrtriennale eröffnet hat. Und die Ruhrtriennale wurde von Gérard Mortier als Gründungsintendant eröffnet. Damals war ich Student in Münster. Ich komme ursprünglich aus Wuppertal, also so genau dazwischen liegt die Ruhrtriennale. Und auch die ist in alten Industriekulturhallen und war der Versuch, alte Industriekulturhallen mit Kunst zu erobern und damit eine Stadt und eigentlich eine ganze Region zu entwickeln und zu bewegen und ein Versprechen zu machen, dass man in Hallen, in denen früher mit viel Schweiß gearbeitet worden ist, auch mit viel Leidenschaft Kunst betreiben kann und damit die Welt ein bisschen besser machen kann in der Region und darüber hinaus. Und wir haben als Studierende Gérard Mortier nach Münster eingeladen und waren völlig überrascht, dass er gekommen ist, mitten in seiner Eröffnungssaison und sich einen halben Tag Zeit genommen hat. Und wir haben viel darüber gesprochen, warum eigentlich junge Menschen in einer Zeit, wo gerade 9/11 war, wo es große Krisen politisch gab, wirtschaftlich gab, sozial gab, Geisteswissenschaften studieren, sich mit Kunst und Kultur beschäftigen. Und Gérard Mortier, der selbst Jurist war, hat ein flammendes Plädoyer gehalten dafür, dass Krisenzeiten die besten Zeiten sind, Neues anzufangen. Und dass Krisenzeiten der Moment sind, wo gerade die junge Generation eingeladen ist, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer visionären Kraft zu versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ich muss an diesen Tag einfach nochmal denken, weil Gérard Mortier vielleicht einer der Erfinder des Kulturmanagements ist in der Praxis, und dieses Plädoyer damals mich als jungen Studenten sehr bewegt hat und auch mit einer der Gründe war, weswegen ich sehr ernsthaft erwogen habe, Kulturmanagement erst in der Praxis und dann später an der Hochschule zu machen. Und ich glaube, ihm würde es gefallen, dass hier in Barmbek in diesen Industriehallen jetzt auch Kunst und Kultur gemacht wird und dass in einer anderen Krisenzeit, die wir alle sehr präsent haben, man muss nur in die Reihen gucken und man sieht, wie besonders dieser Moment ist, wir wieder versuchen, etwas Neues zu machen. Und vielleicht hat er recht, ich glaube, er hat recht, dass das die besten Zeiten sind, um Neues zu probieren und zu versuchen, aus der Krise etwas Gutes werden zu lassen. Das Zweite, was ich teilen möchte, hat vielmehr mit dem Fach selbst zu tun. Wenn ich sage, Gérard Mortier ist gewisserweise einer der Erfinder des Kulturmanagements in der Praxis, dann kann man natürlich noch sagen, es gibt auch Erfinderinnen und Erfinder des Kulturmanagements an Hochschulen, denn der Studiengang selbst ist ja ein relativ junger Studiengang. Es gibt ihn seit gut 30 Jahren und tatsächlich, wo ist er erfunden worden? Nicht im Ruhrgebiet, sondern in Deutschland, in Hamburg. Hamburg war die erste Hochschule, die HFMT, die Kulturmanagement als Studiengang angeboten hat. Und ich glaube, die Geschichte des Institutes und seines Ortes in Hamburg ist ein bisschen auch die Geschichte des Fachs. Denn begonnen hat es, wir haben es von Iris Siegfried gehört, in der HFMT selbst, auf dem Campus an der Milchstraße, wo man vielleicht am Anfang noch gar nicht genau wusste, was die Räume dauerhaft sein können, sondern man einfach, wir brauchen das jetzt und hat losgelegt. Und so war es mit dem Fach auch an anderen Standorten. Es gab dieses Gefühl, es ist die Zeit reif für eine eigene Identität, Kunst- und Kulturmanagement, um Studierende vorzubereiten, eben nicht nur für die künstlerische Praxis, sondern auch für das Gestalten von Kunst und Kultur in Organisationen. Und dann war es sicherlich auch irgendwann der konsequente nächste Schritt zu sagen, man kann nicht immer in Provisorien arbeiten, man muss irgendwann auch eigene Räume haben und eine eigene Identität entwickeln. Und das Institut ist nach Altona gegangen und hatte im alten Finanzamt, was ja auch eine schöne Form von Aneignung ist, seine Räume als Institut für Kultur- und Medienmanagement. Und ich glaube, was wir in der Zeit geschafft haben, und das ist beispielhaft auch für andere Studiengänge des Kulturmanagements in Deutschland, ist wirklich das Fach zu definieren als ein eigenständiges, für sich stehendes Fach. Und vielleicht war es dafür auch ganz gut, eine Zeit lang ein bisschen Abstand zu haben zum Hauptgebäude der Hochschule und seinen eigenen Räume, seine eigene Identität finden zu können. Aber ich glaube, jetzt, und das gilt für uns als Institut KMM genauso wie für das Fach insgesamt, ist ein Punkt erreicht, wo wir auch merken, was fehlt, wenn man Kunst- und Kulturmanagement versucht, auf einem Flur in einem alten Finanzamt zu machen und weit weg ist von Orten wie diesen, weit weg ist von den Orten, wo Kunst und Kultur in der Praxis passiert. Und insofern, glaube ich, ist es genau der richtige Moment, um nach der Emanzipation, Profilbildung, Identitätsfindung zu sagen, jetzt sind wir reif und ist die Zeit reif dafür, zurück in das Herz der Hochschule zu kommen und zurück an den Ort zu kommen, wo Kunst und Kultur gemacht wird, auch um ein neues Kapitel des Fachs anzufangen, das nämlich nicht mehr Kulturmanagement in dieser Betonung ist, sondern eigentlich Kultur und Management gleich betont und tatsächlich tägliche Begegnungen zwischen künstlerischer Praxis und kulturmanagerialer Forschung und Lehre zu haben. Und wir haben in den ersten Monaten, trotz Pandemie, in denen wir hier unter einem Dach sind, glaube ich, schon gemerkt, dass das nicht nur eine Idee ist, dass das ganz gut sein könnte, sondern dass es sich schon vom ersten Tag an in der Praxis richtig und gut anfühlt und hier tatsächlich das nächste Kapitel nicht nur für uns, sondern, glaube ich, wirklich auch für das gemeinsame Wirken begonnen hat. Und in diesem Sinne komme ich nochmal zurück auf Gérard Mortier. Krisenzeiten sind der beste Moment, um Neues anzufangen. Ich glaube, es ist gewisserweise ein Neuanfang und zugleich einer mit viel Tradition. Und ich freue mich sehr darauf, diese Hallen zu versuchen, in diesem Geiste weiter mit Leben zu füllen, mit viel Kreativität. Und vielleicht werden die kleinen Schiffchen hier dabei auch eine Rolle spielen, aber vor allen Dingen werden hoffentlich Sie alle eine Rolle dabei spielen. Ich freue mich sehr auf das, was wir hier entstehen lassen werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Martin. Also die Schiffchen müssen auf jeden Fall hier noch an ihren Bestimmungsort gelangen. Ja, wunderbar. So. Ja, jetzt fehlt natürlich noch die Perspektive der Theaterakademie. Ich hatte das Vergnügen, Sie schon zu Ihrer Zeit kennenzulernen am Hamburger Thalia-Theater. Sie ist Vizepräsidentin der Hochschule für Musik und Theater und sie ist Direktorin der Theaterakademie seit 2012. Und sie erzählte mir, dass sie schon 3 Monate vor Amtsantritt über den Bauplänen des Wiesendamms gebrütet hatte im Jahre 2012. Also, was so lange währt, muss gut werden. Bitte, Frau Professor Sabina Dhein. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Verbündete, Feste markieren Zäsuren in der Geschichte einer Institution. Und es liegt etwas Rituelles darin, dass man persönlich zusammenkommt, alle, die beteiligt sind, alle, die Freunde und Weggefährte sind. Dieser Moment geteilter Erfahrung und gemeinsamer Erinnerung stiftet Identität. Was feiern wir heute? Wir feiern, wir sind angekommen. Als wir Anfang 2013 aus den Zeisehallen ausziehen mussten, gingen wir davon aus, dass wir in den Interimsräumen in der Gaußstraße nur eine kurze Zeit überwintern würden und dann in ein neues, schönes Haus auf der anderen Seite des Hofes, auf der anderen Seite des Thalia-Hofes beziehen würden. Der Sekt steht schon im Kühlschrank, sagte ich immer den Studierenden, und um sie auch sozusagen über diese Zeit des Interims hinweg zu trösten. Knapp 10 Jahre später fließt er nun, der versprochene Sekt. Und dazwischen liegen, ich glaube, 6 bis zur Baueingabe fertiggestellte und ausgereifte Planungen, 4 davon in der Gaußstraße und 2 im Wiesendamm. Wir sind angekommen, das ist das, was wir heute feiern. Und wir feiern, die Ausbildung der Theaterakademie hat überlebt. Trotz vieler weiterer Dramen. Die Probebühnen in der Bodenstedtstraße wurden verkauft, also suchten wir neue in der Haubachstraße. Erinnert sich noch jemand? Das Forum in der Milchstraße wurde wegen Sanierungsmaßnahmen geschlossen, also bauten wir die beiden ehemaligen Probebühnen des Schauspielhauses aus. Die HFMT konnte die teuren Mieten in der Gaußstraße nicht mehr zahlen, Also zogen wir um in die Hebebrandstraße und bauten das Foyer im Haus D zur internen Spielstätte um. Die wahren Heldinnen, die wir heute feiern in diesem wechselvollen Spiel, waren und sind die Studierenden und die Lehrenden. Wir feiern heute auch ihren Pioniergeist. Wir sind der Geschichte verpflichtet. Diese Hallen, in der einst die Firma Heidenreich & Harbeck Drehmaschinen und später auch Waffen herstellte, tragen deutsche Geschichte in ihren Mauern. Arbeiterkämpfe, Zwangsarbeiterinnen, Erstaufnahme für Geflüchtete. Die Themen der Vergangenheit erzählen sich bis in unsere Gegenwart und sie verpflichten uns zur Arbeit an der Zukunft. Die Bauplanung hat das Alte an vielen Stellen sichtbar gelassen. Wir wollen es integrieren in das kulturelle Gedächtnis unseres Campus. Heute Abend geben wir denen eine Stimme, die vor uns hier gearbeitet haben. Wir sagen Danke. Und ich muss sagen, dass mich dieser Moment, genauso wie Frau Fegebank, wirklich mit einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Liebe Frau Fegebank, liebe Frau Dr. Gümbel, lieber Elmar Lampson, danke für die Unterstützung in all den Jahren und herzlichen Glückwunsch zur gelungenen politischen Weichungsstellung. Ich weiß, was das heißt. Lieber Klaus Schumacher, wo ist er? Danke für die vertrauensvolle Loyalität in schwierigen Zeiten und für die konspirative Lust auf die gemeinsamen zukünftigen Projekte. Lieber Herr Kinter, danke für Ihren Einblick in Ihre Geschichtswerkstatt, in die auf ehrenamtlicher Basis hier gleich um die Ecke wunderbare, kostbare Dokumente aus diesem Stadtviertel und über dieses Haus zusammengetragen hat und uns wirklich vertraut gemacht hat mit der Geschichte dieses Hauses. Danke von ganzem Herzen an unser wunderbares Team von Technik, Organisation und Koordination. Und jetzt habe ich noch ein paar besondere Dankeschöns, und zwar Herr Eggers, Ingo Eggers, wo ist er? Vielen, vielen Dank. Für das immer wieder Aufstehen, Ärmel hochkrempeln, neu planen und mit neu dran glauben. Und komm mal her. Ich weiß nicht, sind denn die Herzogs inzwischen aufgetaucht? Leider nicht. Dann kriegen Sie Ihre Rose später, weil das war ein Flow der Gestaltung. Sie haben sofort begriffen, was braucht diese Theaterakademie. Und sie haben wirklich auch die Überraschungen, die der Bau uns geboten hat, genutzt, um daraus wirklich einen Raum zu machen, auf dem die Studierenden ihre Welten projizieren können. So, und jetzt kann ich ja nicht mehr wegen Beamtenbestechung belangt werden, weil unser Altkanzler nicht mehr im Dienst ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie haben den Text immer wieder in eine Nacht annehmen. Ja, ich hoffe, wirklich danke, danke, danke. Und jetzt ist aber der Moment, wo ich sage, lassen wir mal diese Brandschutzauflagen, diese Mängellisten, es waren 700 Punkte auf der Mängelliste im April, jetzt sind es nur noch 100, und Kostenabrechnungen einfach mal hinter uns, schauen wir nach vorne. Und das hat auch schon Elmar Lampson gesagt, nutzen wir die Zeit und die Kraft, die uns jetzt ja einfach wieder gegeben ist, weil wir sie nicht in Baumaßnahmen investieren müssen, nutzen wir diese Zeit, um zu arbeiten an einer zukunftsfähigen künstlerisch-wissenschaftlichen Ausbildung. Und auch da, Frau Fegebank und Frau Dr. Gümbel, haben wir noch ein paar Baustellen. Aber das vergessen wir heute. Heute feiern wir. Und ja, Theaterkünstler haben immer ein Stück Kindheit in die Tasche gesteckt. Und insofern, die neue Generation ist schon da. Es ist ja es kommen immer wieder neue Studierende, immer wieder, es ist einerseits eine immer junge Institution und andererseits eine schwer demente Institution, weil man denkt immer, jetzt haben sie alle verstanden und dann sind sie weg und die Neuen kommen wieder und sagen, und wo ist das hier und was geht das und wie ist das jetzt? Genau, also wir freuen uns, wir feiern und wir schlagen ein neues Kapitel auf für unsere beiden Institute und ich freue mich sehr über diese gemeinsame Zukunft, die wir haben werden hier in diesem Haus und wir gedenken der Kapitel, die hier schon gewesen sind. Vielen, vielen Dank und auf bald. Ja, vielen Dank, Sabina Dhein. Sie haben die verschiedenen Stationen, Generationen ja schon erwähnt. Wir wollen jetzt ein paar Stimmen dieser Generationen von Alumnis hören. Ich darf Sie auf die Bühne bitten, einmal von der Generation Gaußstraße. Er ist der Hausregisseur am Theater Göttingen, hat gerade den Nestroy-Preis der Stadt Wien als bester Nachwuchsregisseur gewonnen. Bitte Moritz Beichel. Außerdem zur Generation Zeisehallen, weil sie war zuletzt Hausregisseurin am Residenztheater in München und ist jetzt Dozentin hier an der Theaterakademie. Julia Hölscher. Und aus der letzten Generation Hebebrand kommt Dor Aloni. Er hat Gastspiele unter anderem an der Berliner Volksbühne und war mit seiner Abschlussinszenierung in Frankfurt, Düsseldorf und Bremen eingeladen. Und das Ganze wird noch ergänzt durch eine Studierende des Instituts für Kultur- und Medienmanagement. Sie ist Sprecherin des 31. Jahrgangs, Sophie Mehner. Was wünscht ihr sozusagen der Theaterakademie, den kommenden Studierenden? Bühne frei. Ja, endlich fließt der Sekt. Ich freue mich voll, hier zu sein. Ich habe 2013 begonnen zu studieren und uns wurde immer versprochen, ihr kriegt den Neubau noch mit. Ich kriege ihn jetzt heute mit, nicht mehr als Student, aber immerhin anstoßen werde ich. Es ist so verrückt, wenn man, also ich habe 2017 die Universität verlassen. Und wenn man geht, ist es verrückt, dass man sich denkt, es kommen noch Studierende nach. Man hat eher so das Gefühl, ja, ihr könnt das Gebäude jetzt abreißen. Zum Glück gab es damals kein Gebäude, das man hätte abreißen können. Wir sind sehr viel durch Hamburg gezogen, hatten überall in Hamburg verteilt unsere Probenräume. Ich habe Hamburg ganz gut kennengelernt in der Zeit. Und wir hatten Probenräume, da hing teilweise die Decke runter. Wir saßen im Regieunterricht 9 Uhr morgens mit Nils Peter in den Winterjacken da und haben probiert, Miniaturen zu erarbeiten. Es mag vielleicht ein romantisches Bild sein, 14 Studierende und Nils Peter Rudolf. Ich will die Zeit aber gar nicht romantisieren. Es war schon schwer für uns. Es gab keinen Raum des Zusammenkommens. Wir waren immer verteilt. Unsere Pausen haben wir im Bus verbracht. Und wir haben immer probiert zu suchen, wo ist denn unser Raum der Begegnung. Ich war letzte Woche schon hier auf dem Gelände. Ich war sehr neidisch, muss ich sagen. Überall sind Bühnen, überall sind Proberäume, Bewegungsräume und alle 2 Meter gefühlt Toiletten. Und diese Toiletten sind tatsächlich da, um aufs Klo zu gehen und nicht, um dort zu proben. Es gab in der Gaußstraße nicht nur einmal die Situation, dass wir auf den Toiletten inszeniert haben. Und jetzt gibt es hier wahnsinnig viele tolle Räume. Ich will meine letzten Worte an die Studierenden richten. Ich weiß gar nicht, wo die eigentlich gerade sind. Wir waren ein sehr lauter Jahrgang, wir waren ein sehr nerviger Jahrgang, ein sehr unangenehmer Jahrgang. Die Räume hier sind groß, dazu muss man sehr laut sein. Ich wünsche viel Spaß mit den neuen Räumen. Stimmt, ihr wart laut. Ich habe dann versucht, mit euch Kleist oder so zu machen. Also ich bin ja Methusalem hier. Ich war 2003 bis 2007 an der Hochschule, da war das aber noch Universität Hamburg, Institut für Theater, Musik, Theater und Film in den Zeisehallen. In diesen kleinen Kästchen hatten wir Unterricht. Das war ganz anders, es ist auch eine ganz andere Atmosphäre gewesen und ich glaube auch, es war auch eine ganz andere Zeit. Und ich bin jetzt tatsächlich seit 2012 hier immer wieder als Dozentin tätig und habe diesen ganzen Wahnsinn mitbekommen und diesen Wechsel von irgendwie Toilettenhäuschen, Proben in irgendwie plötzlich dann in der Hebebrandstraße irgendwie eigentlich nur Leere, die man irgendwie füllen muss. Und uns hat trotz allem, und also mir war immer wichtig, dass die Leute begreifen, dass man daraus auch was machen kann. Und uns hat uns nämlich damals Herr Professor Dr. Brauneck, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, ja, der damals ja bei uns der Institutleiter war, hat gesagt, hier geht man einen geteerten Weg und nicht den gepflasterten der freien Szene oder der Regieassistenz. Okay, das hat sich jetzt auch schon geändert. Das ist, finde ich, im Umbruch und es ist nicht mehr so eindeutig. Aber wir hatten tatsächlich, glaube ich, mit als erste Generation einen wirklich geteerten Weg. Wir waren nur Frauen im Jahrgang, wir wurden da aber auch geschröpft mit, weil das halt in der Zeit noch nicht so gang und gäbe war. Uns hat Matthias Hartmann auch gesagt, dass wir eigentlich keine Regisseurinnen werden können, weil RegisseurInnen, also Frauen, gibt es nicht. Frauen können nicht assoziativ denken, leiten können sie auch nicht. Er ist jetzt, was macht er jetzt? Servus TV in Wien. Ich würde mal sagen, alle meine Kommilitoninnen haben es irgendwie geschafft. Und ich, ja, und ich wünsche diesem Ort hier vor allem, dass er jetzt mit diesen offenen, leeren Räumen auch die Köpfe leer fegt für all das, was uns gerade beschäftigt und auf uns eindringt, weil die Welt ändert sich sehr. Die Art des Studierens ändert sich sehr, die Ansprüche der Studierenden ändern sich sehr, vor allem die inneren. Und da hoffe ich oder wünsche ich einfach, dass wir diesen Ort, der so geschichtsträchtig ist, frei machen können für freien Geist und freie Gedanken. Ich glaube, ich schaffe das auch ohne Mikros. Okay. Hey, ich heiße Dor Aloni, ich habe also tatsächlich 2015 angefangen hier zu studieren an der Theaterakademie, immer noch in der Gaußstraße, danach sind wir umgezogen in der Hebebrandstraße und jetzt hier. Ja, man kann viel, also ja auch unangenehme Sachen so erzählen, wie kalt es war und wie schwierig und so, aber das war immer sehr aufregende Zeit auch, also immer wieder so nicht zu wissen, wo man den nächsten Studienprojekt oder Stück probt und dann muss man immer wieder so an Jessica und Christoph vom KBB immer so nett so grinsen, um den besten Raum zu kriegen, aber wir waren so verteilt, so überall in der Stadt, also im Gängeviertel und in Wilhelmsburg und wir haben überall geprobt. Und deswegen fand ich das so richtig geil, dass wir einfach überall waren. Und wir waren einfach so sehr sichtbar, lass uns sagen, und einfach so in der ganzen Stadt. Und das, was ich mir wünsche, auch jetzt, ist trotz diesem festen Haus, dass trotzdem bleiben wir so laut und famous. Ja, und ich habe mir auch so überlege, ob ich das sagen soll oder nicht, aber dann doch, weil immer wenn man etwas Gutes zu sagen hat, dann lieber sagen. Also danke, als ich angefangen habe zu studieren, konnte ich gar kein Wort Deutsch irgendwie sagen. Und, aber sehr, sehr schnell hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie so zu Hause bin und sie wollten mich so, vor allem Sabina Dhein, mich so viel mehr verstehen, ich glaube, als was ich überhaupt zu sagen hatte. Und dafür, also danke irgendwie, weil das, also für die Offenheit und für das Gefühl wirklich, dass man zu Hause ist. Dann, ja, danke. Als ich 2019 im 31. Jahrgang das Masterpräsenzstudium angefangen habe, da war das wie eine Legende, die von Jahrgang zu Jahrgang weitererzählt wurde. Irgendwann ziehen wir um in ein neues Gebäude, irgendwann gibt es das. Und Man war sich aber nicht so richtig sicher, ist das ein Traum, ist das ein Märchen oder passiert das wirklich? Und deswegen ist es schon sehr besonders jetzt irgendwie nach auch 3 Online-Semestern, die ich jetzt die letzten 2 Jahre gemacht habe, tatsächlich hier zu stehen. Und wenn in den alten Räumen ein neuer Jahrgang eingezogen ist oder begonnen hat, dann war das wie ein Einzug in eine WG. So Traditionen und Wissen und Werte wurden immer von Jahrgang zu Jahrgang weitergegeben. Und jetzt hier haben wir die Chance, neue Traditionen zu bilden, neue Gewohnheiten uns anzueignen. Und die größte Bereicherung ist natürlich jetzt die Nähe zur Theaterakademie. Und ich beneide alle Studierenden, die jetzt hier weiter studieren, weil ich bin fast fertig, darum, dass sie jetzt diese Nähe haben werden und gemeinsame Projekte machen können. Sowohl, glaube ich, ist das eine Riesenchance für alle auf einer informellen Ebene, einfach gemeinsam Projekte zu starten. Aber eben auch, das ist mein Wunsch, dass die Institute tatsächlich das auch ins Curriculum aufnehmen und wirklich Dinge gemeinsam machen. Dass das fester Bestandteil wird. Und der Ort gibt uns, glaube ich, auch die Möglichkeit, nochmal zu hinterfragen, wie dieses Studium hier aussehen kann und was wir eigentlich studieren wollen. Unser Studium, das Masterstudium, verbindet die wissenschaftliche Seite des Kulturmanagements mit der Praxis. Und das ist sehr besonders. Und das habe auch ich immer als sehr besonders empfunden. Und das ist, glaube ich, auch von den Masterstudiengängen, die es inzwischen Kulturmanagement so in Deutschland gibt, auch wirklich einer der wenigen, wo so viel Praxisanteil dabei ist. Und genau dieser Zweiklang ist extrem wichtig und hat nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten durch diese Verbindung jetzt hier und durch dieses neue Gebäude. Charlotte Oehlschlegel, die Jahrgangssprecherin des ganz neuen 33. Jahrgangs, die vor wenigen Wochen angefangen haben, hat mir eine Metapher mitgegeben, die ich sehr schön fand. Sie hat gesagt, in einer der ersten Mittagspausen hier am Wiesendamm, nachdem sie erstmal im Café waren und überlegt haben, dass das vielleicht nicht die tägliche Mahlzeit sein wird, wurde gemeinsam von den Studierenden Kulturmanagement und Theaterakademie ein Topf Spaghetti auf den Herd gestellt, hier unten in den studentischen Räumen. Und dieses Wirrwarr von Fäden von Spaghetti ist vielleicht ein ganz schönes Bild, weil diese ganzen einzelnen Fäden jetzt hier ein Ganzes ergeben können. Und dieses Potenzial hier unter diesem gemeinsamen Dach, das können wir jetzt ausnutzen und gemeinsam nutzen. Und was sie auch gesagt hat, ist, dass der Geruch der Spaghetti sich bis auf den Vorplatz vor dem Wiesendamm getragen hat. Und genau das ist, glaube ich, auch etwas, was wir uns bewusst machen und was auch eine Riesenchance ist, dass wir das, was hier drin gemeinsam jetzt entstehen kann zwischen den beiden Studiengängen, nach draußen und in den Stadtteil tragen. Und darauf freue ich mich, noch das letzte halbe Jahr, was ich noch dabei sein werde, aber darauf freuen sich auch alle meine KommilitonInnen, hier jetzt gemeinsam zusammenzuwachsen und das zu gestalten. Danke. Ja, vielen Dank für diese ja doch auch sehr unterschiedlichen Wünsche. Wir haben gehört, oder bei mir bleibt hängen, weiterhin sichtbar bleiben in der Stadt, aber dennoch auch alles nutzen, was hier an Chancen und Möglichkeiten gegeben ist, dadurch, dass man einfach miteinander in Kontakt treten kann, dadurch, dass es so einfach gemacht ist, sozusagen sich die Hand zu reichen. Und das ist auch das Stichwort für den nächsten Beitrag. Eine musikalische Handreichung, sozusagen die erste Begegnung zwischen der Opern- und Schauspielklasse und Abteilung. Die bereiten uns jetzt Mozarts Don Giovanni vor. Reich mir die Hand, mein Leben. La ci darem la mano. Cassinetto e mio, io ero io che Ja, ich danke nochmal allen Studierenden der Opern- und Schauspielabteilung, dem Fachgruppensprecher Willem Wenzel für die Programminhalte, Professor Siegfried Schwab am Klavier. Ja, wenn Sie mögen, im Foyer gibt es noch Getränke. Ab 19 Uhr beginnt die normale weitere Abendveranstaltung. Es beginnt dann mit einer Spurensuche des Jahrgangs Regie und Schauspiel Echos der Arbeit, die dankenswerterweise und mit Unterstützung der Geschichtswerkstatt erarbeitet wurde. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Gespräche. Ich möchte auch auf den morgigen Tag nochmal hinweisen. Vielleicht hat der eine oder andere schon die über 80 Podcasts gehört, die Professor Martin Zierold mit verschiedenen Persönlichkeiten aus der Kultur geführt hat. Morgen gibt es die Gelegenheit, 3 Live-Podcasts mitzuerleben, unter anderem mit Professor Elmar Lampson, mit Klaus Schumacher von dem jungen Schauspiel, da oben sitzt er genau, und Amelie Deufelhardt, der Intendantin des Kampnagel. Ja, alles steht in den Programmheften drinne, alle Programmpunkte. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend, alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön.